Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Gate 2. Was war das wieder für eine Woche, oder Sophia? So aufregend. Hast du mitbekommen, wie beim Mini Beans Jam Infernal Pinball Platz 1 in den Kategorien Sound und Grafik belegt hat? Das hat jeder mitbekommen. Ja. Es ist halt auch nur ein bisschen schade, dass sie insgesamt nur den 6. Platz gemacht haben. Ja, das war ein bisschen schade. Ja. Aber es gab noch eine andere News zum Thema Awards. Was war da denn nochmal los? Awards? Kein Plan, das ist an mir vorbeigegangen. Ja? Aber das macht Krogi gleich. Das richtet er bestimmt. Und dann ist ja ein neuer Teil Warhammer rausgekommen. Passiert ja auch nicht alle Tage. Nee, das passiert nur alle 2 Tage. Und dann gibt es noch American Arcadia, das haben wir auch in der Sendung. Der Name wird ja jedem Begriff sein. Aber wie hieß doch mal das Spiel, mit dem es jetzt losgeht? Didi? Nein. Dudi? Nein. Doch, Call of Duty. Ja. Kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Aufgrund der momentanen geopolitischen Lage, die viele Konflikte und viel Leid mit sich bringt, bekommen Spiele wie Call of Duty eine besondere gesellschaftliche Brisanz. Ob absichtlich gewollt oder nicht, ist Modern Warfare 3 zu Teilen politisch, was beispielsweise dessen Handlung zeigt, indem ein russischer Ultranationalist das fiktive Land Urzikstan zurückerobern will. Es ist vollkommen nachvollziehbar, wenn ihr euch aktuell mit all der Gegenwärtigkeit von Terror und Gewalt auf der Welt damit nicht auseinandersetzen möchtet. Trotzdem haben wir beschlossen, dieses Spiel thematisch zu behandeln. Und das übernehme ich jetzt. Allerdings sprechen wir in dieser Folge nur über die Kampagne. Multiplayer und Zombie-Modus konnten wir bis Redaktionsschluss noch nicht ausreichend spielen, deswegen gibt's den Test dazu nächste Woche. Aber glaubt mir, über die Singleplayer-Kampagne gibt's schon genug zu erzählen. Wer hätte gedacht, dass es dazu mal kommt, dass wir uns hier zusammenfinden, an diesem Ort und Abschied nehmen von Call of Duty Modern Warfare. Wenn irgendwas unantastbar erschien, dann war es doch Call of Duty. Die Reihe, die 2007 das Shooter-Genre einfach komplett aufgemischt hat. Klar, das lag unter anderem an sensationellen Multiplayer, aber auch 16 Jahre später bleiben viele Kampagnenmomente noch lebhaft in Erinnerung. Und die Fortsetzungen drehten den Actionregler immer noch ein wenig höher. Als hätte man Michael Bay in Camo-Kleidung gesteckt und gesagt, so, tob dich aus. Erzählerisch vielleicht nicht mit der feinsten Feder geschrieben, oft auch kontrovers und bisweilen geschmacklos. Trotzdem, Modern Warfare 1 bis 3 waren Singleplayer-Spektakel. Das einzig Spektakuläre an der neuen Call of Duty Modern Warfare 3 Kampagne ist, wie lieblos sich das alles anfühlt. So ein Jammer. Oh, ich habe deine Nachricht gekriegt. Ich bin so schnell gekommen, wie es geht. Aber du hast nicht gesagt, wie er gestorben ist? Ist Tim, oder? Ist Tim. Ich habe gesagt, Höhlentauchen ist scheiße. Ja, es ist schlimmer. Es ist Call of Duty. Oh nein. Dabei habe ich mich doch so auf Modern Warfare 3 gefreut. Immerhin kehrt in diesem Teil ja Call of Duty Ausnahmebösewicht Wladimir Makarov zurück. Und sein Vorgehen orientiert sich nah am Original. Durch Täuschungsoperationen und der gezielten Verbreitung von Falschinformationen will Makarov zwischen dem Osten und dem Westen einen verheerenden Konflikt lostreten. In diesem Kampf geht es um Wahrnehmung. Eine Lüge fliegt, doch die Wahrheit kriecht daher. Dabei scheut er sich nicht davor, unzählige, unschuldige Zivilisten zu opfern. Schnell fällt aber auf, dass diese Gräueltaten für die Handlung einfach nur Mittel zum Zweck sind. Drastische Schockmomente, um zu verdeutlichen, was für eine verachtenswerte Person Makarov ist. Aber er kommt auch ziemlich eindimensional rüber und will die Welt einfach nur brennen sehen. Es hätte der Erzählung ungemein gut getan, mal für einen Augenblick auf die Bremse zu treten, um Makarovs Taten zu verarbeiten oder zu reflektieren. Es ist noch nicht lange her, da gab es solche Momente. We get dirty and the world stays clean. That's the mission. Doch im neuesten Ableger verpufft jeder Anflug von Emotionalität. Stattdessen düst man wieder mit Volldampf zum nächsten Kriegsschauplatz und knallt munter weiter Terroristen ab. Vielleicht wollte Sledgehammer Games einfach nur die kürzeste Kampagne in der Geschichte von Call of Duty veröffentlichen. Wo kommst du denn her? Aus dem Nichts, das machen die Feinde in COD auch so.
Ohne große Anstrengungen feuerte ich mich in 4 Stunden auf höheren Schwierigkeitsgraden, können es vielleicht auch 5 sein, durch die 14 Missionen. Einige Abschnitte dauern sogar nur ein paar Minuten und haben kaum nennenswerte Gameplay-Passagen. Ich brauche das Handy! Knapp die Hälfte der Ausflüge fallen unter die Rubrik der neuen Open-Combat-Mission. Die klingen in der Theorie tatsächlich ganz reizvoll. In offenen Arealen müsst ihr Aufgaben erledigen. Wie ihr dabei vorgeht, bleibt euch überlassen. Ihr könnt wild durch die Gegend ballern oder ihr sucht die Gegend nach Gadgets ab, um mit allerlei modernster Technik die Ziele zu erreichen. In der Praxis wirken diese Passagen wie Solo-Varianten der Extractions und Coop-Mode DMC und Special Ops. Ihr sammelt Waffen mit Seltenheitsstufen aus orangefarbenen Kisten, legt Platten in eure Schutzweste und kämpft gegen unendlich oft nachrückende Soldaten. Dieser Eindruck der Gameplay-Zweitverwertung verstärkt sich dadurch, dass viele Gebiete aus Warzone-Örtlichkeiten bestehen, dem erfolgreichen Battle-Royale-Ableger von Call of Duty. Mission 2, 3 und 7 finden zum Beispiel auf der neuen Warzone-Karte Uxigstan statt. Mission 5, 8 und 12 hingegen in Verdansk. Für die einen oder anderen mag die Rückkehr zur ersten Warzone-Stätte nostalgische Gefühle auslösen. Ich fand dieses Recycling einfach nur einfallslos und stinkfaul. Die Kampagne fühlt sich an wie ein DLC. Ja klar, ich meine, es war ja auch ursprünglich als solches geplant. Zumindest wurde ja berichtet, dass für dieses Jahr gar kein vollwertiges neues Call of Duty vorgesehen war. Stattdessen sollte Modern Warfare 2 eine Erweiterung bekommen. Neben einer ganzen Wagenladung restaurierter Multiplayer-Karten aus dem Original halt auch eine überschaubare Fortsetzung der Story. Doch scheinbar gab es eine Kursänderung, was für das Team eine ordentliche Portion Crunch zur Folge gehabt haben soll. Logisch, wenn der DLC Modern Warfare 3 heißt, kann man ja auch mehr Geld verlangen. Activision dementiert diese Berichte natürlich. So hinterlässt die Singleplayer-Hälfte des neuen Vollpreis Call of Duty einen faden Beigeschmack. Auch deshalb, weil die beiden charismatischsten Figuren des Vorgängers, die Streithähne Alejandro und Valeria, einfach komplett fehlen. Das ist alles so bitter. Gerade weil in einigen wenigen Momenten die Kampagne ja zumindest ansatzweise das Spektakel durchscheinen lässt, für das man die Reihe ansonsten so schätzt. Doch dann endet der Einzelspielerausflug auch schon. Ohne zufriedenstellendes Finale oder Auflösung, sondern mit nervigem Cliffhanger. Und übrig bleibt nur ein ungläubiges Kopfschütteln mit der Erkenntnis, dass vom einstigen Actionfeuerwerk höchstens ein paar billige Böller übrig geblieben sind. Statt Bombast ist die Modern Warfare 3 Kampagne nur Schall und Rauch. Ruhe und Frieden, alter Freund. Gibt's überhaupt noch geile Singleplayer-Shooter? Doom Eternal ist jetzt auch schon 3 Jahre, ja? Naja, spielt man halt zum 1000. Mal Titanfall 2. Wer ist dabei? Moin moin und hallo, euer Krogi ist am Apparat. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt euer wöchentliches Newsgedeck. Das vollgepackte Spielejahr 2023 geht zu Ende und das heißt, es ist Game Awards Zeit. In 31 Kategorien werden in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember wieder Preise verliehen. Bei einem so fetten Jahr wie diesem müsste man fast noch ein paar extra Kategorien hinten ranhängen, damit auch jedes Spiel, das es verdient hätte, einen Platz auf dem Podest abbekommt. Wir sind hier aber nicht bei Wünsch dir was und somit ist es keine Überraschung, dass Knaller wie Baldur's Gate 3 und das vor kurzem veröffentlichte Alan Wake 2 wenig Platz neben sich dulden. Die beiden Spiele gehen mit jeweils 8 Nominierungen unter anderem für das Spiel des Jahres in ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Natürlich gibt es damit Zelda, Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Resident Evil 4 und Super Mario Bros. Wonder noch weitere Anwärter um den Titel. Während im letzten Jahr God of War Ragnarök mit 6 Auszeichnungen am meisten abgeräumt hat und Elden Ring das Spiel des Jahres wurde, sind wir mal gespannt, wer dieses Jahr die meisten Schlagzeilen schreibt. Bis zum 6. Dezember könnt ihr online für eure Favoriten mit abstimmen. Aufregung gab es aber schon im Vorfeld. Zum Beispiel unter den Nominierten der Kategorie Bestes Indie-Spiel. Neben den Spielen Dredge, Cocoon, Viewfinder und Sea of Stars sorgt die Aufnahme von Dave the Diver für Furore. Das Spiel wurde nämlich von Mint Rocket entwickelt, einer Tochtergesellschaft des milliardenschweren Konzerns Nexon. Ob Spiele, die mit Pixel-Looks zwar nach Indie aussehen, in Sachen finanzielle Möglichkeiten aber ganz andere Mittel als die Konkurrenz besitzen, für diese Kategorie wirklich zulässig sind, sorgt zurzeit für Diskussionen im Netz. Es wird gefordert, den Begriff Indie genau zu definieren, weil Pixel Art allein schon längst kein Garant mehr dafür ist, dass ein Spiel von einem unabhängigen Studio entwickelt wurde. Übrigens, Hype im Vorfeld auch nicht, wie Todd Howard bestätigen kann. Um Starfield ist es mit nur einer Nominierung in der Kategorie Bestes Rollenspiel ganz schön still geworden. So, was sagt ihr denn zu den Nominierungen? Hätte Starfield mehr verdient? Ist die Indie-Kategorie ein schlechter Witz? Haut's doch mal in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch, was bei Nintendos Indie World Showcase so passiert ist.
Da durften wieder viele kleinere Studios zu Wort kommen und ihre Spiele vorstellen. Beispielsweise der narrative 2.5D-Plattformer A Highland Song, der mit einer schönen Reise durchs schottische Hochland unsere Aufmerksamkeit gewonnen hat. Direkt im Anschluss zum Showcase wurde das rundenbasierte Taktikspiel Howl für die Switch veröffentlicht. Hier wird gekonnt Wasserfarbe mit Tinte vermischt, um euch bevorstehende Angriffe anzudeuten, wodurch ihr mehrere Züge im Voraus planen könnt. Mit Blade Chimera kommt ein Cyberpunk-Metroidvania in die Switch-Familie und der gelungene Survival-Baukasten Core Keeper bekommt auch eine Umsetzung. Der direkt veröffentlichte Switch-Port zum Weltraumabenteuer Outer Wilds macht aber noch einmal deutlich, dass wir dringend eine Switch 2 brauchen. Nach den ganzen Indie-Perlen und Game Awards-Nominierungen vertreibe ich jetzt die Dunkelheit der kommenden Winterzeit mit dem Klicker. Wie bei Alan Wake oder was? Ich meine den Ticker. Ja. Die Reihen lichten sich, leider. Amazon Games ruft zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Entlassungswelle aus. Weil man sich zukünftig mehr auf Eigenentwicklung konzentrieren will, entlässt die Firma nach den 100 gestrichenen Stellen im Frühling jetzt weitere 180 Personen. Wir wünschen allen Betroffenen viel Glück. OLED The Dogs Out. Valve hat diese Woche mit dem Steam Deck OLED eine verbesserte Version ihres Handhelds mit längerer Akkulaufzeit auf den Markt gebracht. Außerdem arbeite man an einem vollwertigen Nachfolger des Handhelds, das aber noch 2 bis 3 Jahre entfernt sei. Call of Poopy. Auf Metacritic ist Modern Warfare 3 mit einer Wertung von durchschnittlich 56 Punkten das schlechteste Hauptspiel der Call of Duty-Reihe. Damit löst es das bisherige Schlusslicht Vanguard ab. Rekordgefahr. Schon mit der bloßen Ankündigung eines Trailers bricht GTA 6 auf der Plattform X Rekorde. In über 14 Ländern trendete der Post und ist mit über 1,5 Millionen Likes der bisher erfolgreichste im Bereich Gaming. So, und damit hat sich's fürs erste Mal wieder ausgetickert. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Wer Bock auf Rätsel hat, der spielt wahrscheinlich gerade Alan Wake 2. Aber der wird sich vielleicht auch für American Arcadia interessieren. Das stammt nämlich vom spanischen Studio Out of the Blue und die haben mit ihrem letzten Spiel Call of the Sea schon bewiesen, dass sie das mit dem Rätseln gut drauf haben. Dieses Mal gibt's aber etwas weniger Lovecraft-Vibes und dafür mehr Truman Show. Das Ganze spielt nämlich in einer retro-futuristischen TV-Show in den 70er Jahren. Alles weitere erfahrt ihr von Chris. Moin. Moin. Wir müssten noch mal wegen des American Arcadia Beitrags sprechen und uns überlegen, was wir da jetzt drehen wollen. Ja, stimmt. Hast du schon Ideen? Nee. Na gut, worum geht's denn? Naja, um Trevor. Und wer ist Trevor? Trevor ist eine ziemlich arme Sau. Als Angestellter der Firma INEC führt er zu Beginn des Spiels ein ziemlich unspektakuläres, aber glückliches Leben. Zumindest glaubt er das. Eines Tages stellt sich nämlich heraus, dass alles um ihn herum fake ist. Sein Job, sein Arbeitgeber, ja selbst die Stadt, in der er lebt. All das ist nur Kulisse. Trevor ist nämlich, ohne es zu wissen, Teil einer Reality-TV-Show, die vom Medienkonzern Walton Media produziert wird. Und als wäre das noch nicht genug, ist er dabei nicht mal sonderlich beliebt. An average Joe with an ordinary life. Too ordinary. Ja, der kann einem echt leid tun. Naja, herausgefunden hat Trevor das Ganze nur, weil er von einer Hackerin mit dem Namen Angela kontaktiert wird. Die erklärt ihm nicht nur, was wirklich los ist, sondern auch, dass er in großer Gefahr schwebt. Weil Trevors Quoten so schlecht sind, soll er nämlich aus dem Programm genommen werden. Was das heißt, kannst du dir ja denken. Dementsprechend versucht Trevor mit Angelas Hilfe aus der Stadt zu fliehen. Und darum geht's im Kern. Da haben wir es doch schon. Truman Show. Die Idee ist doch total geklaut. Weißt du, wir setzen einfach jemanden in unsere Zockecke. Der spielt das gerade, aber irgendwie findet er was merkwürdig. Ja? Und dann nimmt er die Packung und kann das Cover einfach abreißen. Ich wusste es. Ja, nee. Weil weißt du, also erstmal gibt's das Spiel gar nicht physisch. Zweitens ist es jetzt auch nicht so, dass nach Truman Show niemand mehr diese Idee benutzen darf. Und drittens fand ich das Spiel ja so cool, genau weil die sich eine ganze Menge haben selbst einfallen lassen. Grundlegend handelt es sich bei Trevors Abenteuer ja um einen 2,5D-Puzzle-Plattformer. Im Kern bewegt man den Schnauzbart-Fan also von links nach rechts, muss mal hüpfen, sich an feindlichen Agenten vorbeischleichen oder Kisten verschieben, um irgendwo hochklettern zu können. Soweit so Standard. Weil Trevor aber, wie eben schon erwähnt, Hilfe von Angela bekommt, kommen noch ein paar Gameplay-Bausteine dazu. Can you hear me? Und wie sie das kann.
Als Hackerin hat Angela nämlich Zugriff auf die Kameras der Stadt und kann zum Beispiel Türen öffnen, Scheinwerfer ausrichten oder Gerätschaften in Bewegung setzen. Das mag für sich genommen nicht sonderlich spektakulär sein, was man aus diesen Möglichkeiten macht, ist aber richtig, richtig cool. Ist man in der einen Situation noch damit beschäftigt, die Köpfe und Hinterteile von Schwänen zu bewegen, um an einer Hallenwand langklettern zu können, verschiebt man kurze Zeit später Requisitenschränke oder flieht über eine gut befahrene Straße. Dazu kommen noch die Sequenzen, in denen man Angela selbst spielt. Da wechselt das Spiel dann in die Ego-Perspektive und es gilt zum Beispiel Schieberätsel zu lösen oder den richtigen Weg durch ein gesichertes Gebäude nur anhand des Ausschlags eines Sensors zu finden. Was ich damit sagen will, American Arcadia ist wirklich abwechslungsreich und überrascht alle paar Minuten mit neuen Wegen, die Grundzutaten des Spiels einzusetzen. Naja, weißt du, und deshalb finde ich auch, dass 2,5D-Puzzle-Plattformer das Spiel gar nicht so richtig beschreibt. Dann nehmen wir das als Aufhänger. Weißt du, diese ganzen Genre-Einteilungen passen ja eigentlich eh nie. Und wie willst du das verpacken? Naja, wir machen ein Gentestlabor. Da wird mit Gentests bestimmt, aus welchen Bestandteilen ein Spiel besteht und welchem Genre es dementsprechend zugeordnet werden muss. Also ein Genre-Labor. Weißt du, wegen Genre? Hammer! Das machen wir. Aber ist das in so einem Labor nicht stinklangweilig und ein bisschen trocken? Naja, dann machen wir halt ein cooles Labor, so wie bei CSI. Naja, auf jeden Fall forschen die da so rum, ordnen ein paar Spiele eindeutig zu und dann sagt einer dieser verdammt coolen Labormenschen: Chefin, hier ist etwas merkwürdig. Dieses Spiel weist Merkmale verschiedener Genres auf. Es lässt sich unmöglich eindeutig zuordnen. Tatsächlich. Mal ist es ein Rätselspiel, dann wieder ein Plattformer. Mal ist es ein First-Person-Adventure. Und dann wieder ein Geschicklichkeitsspiel. Wissen Sie, was das bedeutet? Unser Genreverständnis ist vollkommen überholt. Spiele sind zu komplex, um sie noch in Schubladen von vor zig Jahren zu stopfen. Das ist der Beweis. Und dann sehen wir eine Preisverleihung, auf der die beiden für ihre bahnbrechende Entdeckung geehrt werden. Ja, und dann sagt der Moderator sowas wie: Nur dank ihrer Entdeckung hat die Menschheit das beschränkte Denken in veralteten Genres hinter sich lassen können. Das hat nicht nur die Spielebranche, sondern auch die Grundlagen menschlichen Denkens modernisiert. Es führte auf lange Sicht zur Revolution der Physik und damit auch zur Erschließung des Weltalls. Alter, ernsthaft? Das ist A, totaler Blödsinn und B, ist American Arcadia jetzt auch nicht das erste Spiel, das ein paar Genres miteinander vermischt. Also, nee, das machen wir nicht. Ja, okay. Was gibt's denn noch? Eigentlich sollte man gar nicht viel mehr verraten. Ein großer Teil des Spaßes liegt nämlich darin, sich immer wieder von den neuen Ideen überraschen zu lassen. Um keine falsche Erwartungshaltung zu wecken, sollte man vielleicht noch erwähnen, dass überraschen lassen bei American Arcadia nicht im Sinne von mindblowing gemeint ist, wie man es zum Beispiel bei The Stanley Parable verwenden würde. Die verschiedenen Aufgaben sind rein mechanisch betrachtet nämlich ziemlich simpel. Schlimm ist das aber überhaupt nicht, denn selbst wenn sich einige Mechaniken mal wiederholen, werden sie nie zu lange oder zu oft direkt hintereinander eingesetzt. Und deswegen langweilt Trevors Fluchtversuch auch nie. Oh my, look at this sweet ride. Technisch kam es in unserer Vorab-Version an ein, zwei Stellen zu leichten Einbrüchen der Bildrate, dramatisch war das aber nicht. Dass American Arcadia, was die Systemanforderungen angeht, recht zahm ist, liegt natürlich auch daran, dass das Spiel visuell nicht pompös im Sinne von hochauflösenden Texturen oder krassen Lichteffekten ist. Das soll aber nicht heißen, dass es hässlich ist. Ich mag den Low-Poly-Stil. Meiner Meinung nach passt er gut zum Spiel und hat Charme, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Na, das ist es doch aber jetzt. Der Junge ist hässlich. Da machen wir so eine Art Spiegel- oder Stern-TV-Beitrag draus. Kommt erst ein bisschen auf Text. Denn das Spiel hat dem bislang so unbekannten Trevor zu großem Ruhm verholfen. Wir haben seine Mutter gefragt, wie dieses einschneidende Erlebnis das Leben der Familie verändert hat. Also ja, der Ruhm, der ist natürlich was uns sehr freut. Also vor allem als Kind hatte der Trevor es ja nicht leicht. Und weil der so hässlich ist, hat der keine Freunde gehabt. Nee, weil weißt du, das ist ja nicht hässlich. Ich hab ja gesagt, das hat irgendwie seinen Charme. Also da will ich mich nicht drüber lustig machen. Ja, ey, dann weiß ich auch nicht mehr. Wenn du keine von meinen Ideen willst, dann keine Ahnung. Mach deinen Scheißbeitrag vom Klo oder so. Perfekt.
Also, mich hat American Arcadia echt überrascht. Das Spiel ist in allen seinen Mechaniken zwar recht simpel und natürlich rennt man auch mehr als einmal fliehend irgendwo lang, weil ständig für Abwechslung gesorgt wird, fällt das aber gar nicht negativ ins Gewicht. Dazu haben die Rätsel mit einigen leichten Passagen und ein paar richtigen Kopfnüssen für meinen Geschmack genau das richtige Maß getroffen. Weil die Story, zumindest auf dem Videospielmarkt, angenehm unverbraucht ist und die Sprecher einen richtig guten Job machen, habe ich auch hier wenig zu meckern. Ja, über die ein oder andere Logiklücke könnte man bei der Handlung des Spiels streiten, aber hey, ich will mir ein Spiel dieser Art auch nicht zerdenken und mir den Spaß damit selbst kaputt machen. Vor allem, weil es ja nur rund 20 Euro kostet. Sophia? Ja? Ich muss dir was beichten. Och nö, Ittchen. Wie oft habe ich dir erzählt, dass Heckenbronneln Weichfutterfresser sind? Das sieht man doch schon am Schnabel, die mögen keine Körner. Weiß ich doch, aber das meine ich doch jetzt gar nicht. Ach so, oh, was denn? Ich habe keine Ahnung von Warhammer. Oh, wirklich? Keine, null. Oh, das ist ja unangenehm, obwohl jede Woche ein neues Spiel rauskommt. Ja, ich weiß, es ist auch super scheiße, aber ich weiß nichts. Ja, aber dann guck mal, dann passt doch mal beim nächsten Beitrag auf. Jasper hat sich nämlich Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin angeschaut. Wen? Ja, da lernst du noch mal was. Okay. Was? Warhammer 40k. Das kennt ihr ja mittlerweile. Dieses Tabletop-Spiel mit den hünenhaften, genmanipulierten Übermenschen, die als Kinder in einen brodelnden Kessel mit Testosteron gefallen sind. Genau, die Space Marines. Kleine Plastikfiguren, die sich in der Tabletop-Variante auf Küchentischen, aber auch in Videospielen durch das extrem düstere und von Kriegen gezeichnete Universum der Zukunft ballern und dabei anderen Völkern begegnen, die auch nicht viel von Frieden halten. Und von Warhammer Fantasy habt ihr bestimmt auch schon mal was gehört. Spätestens nach den Total War-Spielen. Aber was ihr vielleicht noch nicht wusstet, ist, dass es noch ein drittes Warhammer gibt. Warhammer Age of Sigmar. Okay, keiner hier hat Zeit für noch mehr Lore über das Ende der Welt, irgendwelche Splitterwelten oder fleischgewordene Götter. Verstehe ich. Deswegen schnell zum wichtigen Part. Games Workshop kennt ihr auch, oder? Die Firma hinter diesen ganzen Warhammer-Welten hat mit Age of Sigmar eine neue Marke geschaffen, deren Lizenz nun auch wieder an hoffnungsvolle Studios verkauft werden kann, die haufenweise Spiele entwickeln und am Ende 1 aus 10 wirklich gut wird. Das hat uns zumindest die Vergangenheit gelehrt. Aber schauen wir lieber nach vorne. Mit Realms of Ruin veröffentlichen die Frontier Studios aus England ein Echtzeitstrategiespiel im Age of Sigmar-Universum und haben dabei auf den ersten Blick das einzig vernünftige Vorbild, Dawn of War. Also der erste Teil. Aber bis unsere Gebete endlich erhört werden und ein neuer Teil im Geiste des wahrscheinlich besten Warhammer-Spiels aller Zeiten erscheint, müssen wir uns eben mit Realms of Ruin begnügen. Besser als nix. Die Kampagne erfüllt schon mal die grundlegenden Erwartungen an ein modernes Strategiespiel. Hauptsächlich spielen wir hier, wer hätte es gedacht, mit dem Space Marine-Äquivalent von Age of Sigmar, den Stormcast Eternals. Die goldenen Poster-Boys und Girls der Menschheit sind auf der Suche nach mächtiger Magie in der Welt von Gur unterwegs, einem unwirtlichen Land voll mit Orks, Sümpfen, Untoten und anderem Zeug, was die Reise erschwert. Als wäre das in diesen übertriebenen Rüstungen nicht schon hart genug. Schon bald finden sie ein Artefakt, welches der obligatorische Zauberer des Teams, Demetrios, natürlich sofort völlig unreflektiert einsteckt, obwohl er es gerade aus einem Tempel der Untoten stibitzt hat. Super Idee. Die Story der Kampagne stört dann nicht weiter, erfindet das Rad aber auch nicht neu und bietet ein paar coole Cutscenes und auch die üblichen Klischees. Die Harten im Garten erkennt man eben immer daran, dass sie mitten im Kampf erstmal ein bisschen quatschen müssen. Ey, Eisen, du schuldest mir noch mal Geld, ne? Ich hab nicht zu weiß eingeladen. Denkst du, er war geschenkt? Was ist das für eine Scheiße? Ab jetzt zahlst du dein Eis selbst, ne? Aber ich krieg erst Ende des Monatsgehalt. Ich hab hier nur von deinen dummen Ausrede. Ich lass dich nicht wieder ein. Hey, unfair. Hennes, hast du gestern auch sein Eis bezahlt, Ja, mit Streusel. Die Hauptfiguren sind direkt aus dem Panini-Album für generische Fantasy-Helden. Die stoische und verantwortungsbewusste Anführerin Sigrun, ihre humorvolle und etwas leichtsinnige rechte Hand Aiden und der mysteriöse Zauberer Demetrios, der bestimmt gar keine verräterischen Hintergedanken hat. Alles nett, aber auch nicht mehr. Wo die Kampagne teilweise glänzen kann, ist bei den Missionen. Die sind durchaus abwechslungsreich. Mal sind wir mit wenigen Trupps unterwegs und müssen mit fliegenden Einheiten Türme ausschalten, die Fähigkeiten unserer Helden clever einsetzen und uns eher bedacht durch die Maps bewegen, mal so schnell wie möglich Außenposten einnehmen, damit ein nerviger Troll sich nicht immer wieder heilen kann. Und hier müssen wir mit Demetrios Kettenblitz Sumpfbäume deaktivieren, die den Boden verseuchen und unseren Truppen Flächenschaden verpassen. Darüber hinaus spielen wir zum Glück nicht durchgehend mit den güldenen Stormcast Eternals, sondern auch mit den anderen drei Fraktionen. Die Eternals sind hier die behäbige, aber auch stärkste Fraktion.
Hier schmerzt jeder Verlust eines Kriegers besonders, denn sie sind auch schon in kleiner Stückzahl gefährlich. Die flinken Orks setzen anfangs auf eine hohe Mobilität und später auf massive Monster. Die untoten Nighthorned sind die Masse statt Klasse-Fraktion und schwärmen furchteinflößend früh und schnell über das Schlachtfeld. Und last but not least, die Disciples of Tzeentch, eine Chaos-Fraktion mit Dämonen und Zaubern direkt aus dem Warp, die vor allem auf die besonders starken Fähigkeiten ihrer Helden bauen. Trotz der grundlegenden Unterschiede der Fraktionen laufen die Matches meist recht ähnlich ab. Es gibt drei Truppentypen, die sich im Schere-Stein-Papier-Prinzip gegenseitig bezwingen. Bogen schlägt Schwert, Schwert schlägt Schild und Schild schlägt Bogen. Wer also nur einen Einheitentyp dabei hat, wird sogar von einem Gegner in Unterzahl schnell aufgerieben. Außerdem sind die besonderen Fähigkeiten der Einheiten und Helden von hoher taktischer Bedeutung und machen häufig den Unterschied zwischen zwei Armeen auf Augenhöhe aus. Zum Beispiel kann ich mit dem Geschenk des Tzeentch sowohl meine eigenen Truppen heilen, als auch gegnerischen Einheiten Schaden zufügen. Das kostet mich zwar ordentlich Ressourcen und muss mit Weitsicht eingesetzt werden, ist aber entscheidend. Leider sind die meisten Elemente in Realms of Ruin etwas uninspiriert, aber wenigstens mit Bedacht aus anderen Strategiespielen entnommen. Statt Basisbau müssen wir Kontrollpunkte auf der Karte einnehmen, um Ressourcen oder Siegpunkte zu bekommen. Auch hier sind die Vorbilder Dawn of War, Company of Heroes oder Iron Harvest deutlich zu erkennen. Das funktioniert auch alles solide. Das Spiel sieht toll aus, die Kampfanimationen und Fähigkeiten sind eindrucksvoll und abwechslungsreich inszeniert und auch die Multiplayer-Matches laufen so schnell und rigoros ab, wie man sich das wünscht. Macht man hier einen Fehler und schickt seine Truppen zu spät los, ist das Spiel meistens auch schon vorbei. Das ist eine bittere Niederlage. Das macht definitiv viel Spaß, aber manchmal bräuchte es einfach mehr Abwechslung im Spielablauf. Was in den Missionen gut funktioniert, endet im Multiplayer leider häufig damit, dass man seine Truppen gebetsmühlenartig auf die Kontrollpunkte schickt, um diese zu halten. Eine alternative Option, Siegpunkte zu generieren oder individuelle Nebenquests auf den Maps, hätten hier Wunder bewirkt. Alles in allem ist Age of Sigmar Realms of Ruin aber grundsolider RTS-Spaß, der vor allem durch das coole Setting und die Präsentation punktet. Auch der Map-Editor und die Möglichkeit, die Farben der eigenen Armee anzupassen, sind schönes Beiwerk. Man könnte Realms of Ruin also mit Fug und Recht als bestes Warhammer-Echtzeit-Strategiespiel seit Dawn of War 2 bezeichnen. Fans von schneller und hübscher Strategie, in der man keine Verschnaufpause bekommt, oder Freunde der Warhammer-Universen haben hier definitiv solide Gründe für ein kleines Scharmützel zwischendurch. Wer ist Trevor? Nochmal. Ich wusste es. Ich wusste es. Scheiße. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Hallo, hey. Ja. Okay, komm mal. Hallo. Wiederschauen. Reingehauen. Es menschelt, das mag Farbe, das nimmt er so.